St. Egid am Neuwalde, Österreichs waldreichste Gemeinde, begrüßt Sie. Wir laden Sie ein. Lassen Sie sich von uns in eine der schönsten Gemeinden des Traisentals entführen. Hier finden im Juni 2007 die niederösterreichischen Landessanitätswettkämpfe in Silber und Bronze statt. St. Egid, das ist dann Spannung pur. Kein lärmender Verkehr, kein hektisches Großstadtleben. Hier finden Sie jene Ruhe und Gemütlichkeit, nach der Sie vielleicht schon lange gesucht haben. Lassen Sie sich von uns zum Wandern einladen. Auf 50 Kilometer Wanderwege können Sie Österreichs waldreichste Gemeinde besonders intensiv kennenlernen. Bei so viel Wald ist es gut möglich, dass Sie von Ihrem Ausflug den einen oder anderen stattlichen Pilz mit nach Hause nehmen. Der Wald nimmt überhaupt einen zentralen Stellenwert in St. Egid ein. Seit Jahrhunderten wird er hier umsorgt und gepflegt. Aber nie wurde er ausgebeutet. So gibt es hier tatsächlich richtigen Urwald, der noch nie forstwirtschaftlich genutzt wurde. Führungen durch dieses Stück Paradies sind jederzeit gegen Voranmeldung möglich. Wer es gemütlich angehen will, der kann auf einem der zahlreichen Bänkchen Platz nehmen und die Natur um sich herum wirken lassen. Sie zieht in die Berge? Nun, die vier Hausberge, Gippel, Göller, Hofalm und Traisenberg bieten einiges. Wer den Weg nach oben schafft, wird mit einem wunderbaren Blick über das Tal belohnt. Und hat sie dann der große Hunger gepackt, stehen ihnen die Schmankerl dreier Almhütten zur Verfügung, damit sie hernach gestärkt den Abstieg angehen können. Lass es euch gut schmecken, gell? Aber nicht nur zu Fuß sind sie hier auf der richtigen Seite. Mit dem Mountainbike kommen sie im Sommer ebenso weit hinaus wie im Winter mit dem Langlaufen. Hoch zu Ross durchs Land, 30 Kilometer Reitwege ziehen sich durch die Umgebung. Einige von ihnen sind durchaus auch anspruchsvoll. Und mit unseren zahlreichen Reitstellen finden sie es wirklich noch. All das Glück der Erde. Apropos Tier. Es sind keine Pferde, aber andere Vierbeiner, die seit einigen Jahren zu sowas wie einem heimlichen Wappentier geworden sind. Auch wenn sie hier alles andere als heimisch sind. Die Kamele. Im Kameltheater im Kernhofer Tierpark spielen sie in einem Musical. Wie könnte es anders sein? Die Hauptrolle. Mit dabei sind auch Zwergziegen, Goldhamster und Schäferhunde. Lassen Sie sich von dieser Show einfach nur bezaubern. Neben all den zahlreichen touristischen Attraktionen ist St. Egid am Neuwald aber vor allem eine Stadt des Handels und der Industrie. 40 Gewerbebetriebe, 60 land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie einige Industriebetriebe sorgen für die heute nicht mehr selbstverständlichen Arbeitsplätze in der Region. Das Rettungswesen hat in St. Egid in den letzten Jahrzehnten immer eine besondere Rolle gespielt. Gegründet 1957 als Werksrettung der St. Egider Eisen- und Stahlindustriegesellschaft hat man wenige Jahre später bereits eine Bezirksstelle gegründet. Rettungskreis St. Egid, guten Tag. Nachdem die Rettung fast zwei Jahrzehnte in Büroräumen der Gemeinde untergebracht war, wurde 1980 mit dem Bau eines eigenen Rettungshauses begonnen. Heute hat das Rote Kreuz St. Egid 60 Mitarbeiter, 4 Fahrzeuge und einen Katastrophenzuganhänger. Die Bilanz 2005 ist beachtlich. 1700 Einsätze sind bewältigt worden, darunter besondere Einsätze wie schwere, mitunter auch tödliche Bergunfälle. 130.000 Kilometer hat die Rettung für ihre Einsätze 2005 gefahren. Im Jahr 2007 ist es an uns, Sie zu den Landessanitätswettkämpfen in Silber und Bronze begrüßen zu dürfen. Und wir freuen uns in doppelter Hinsicht, denn 2007 feiern wir auch unser 50-jähriges Jubiläum. Wir sind auf alle Fälle gewappnet und freuen uns, Sie als Turnierteilnehmer in St. Egid am Neuwalde begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne,